Es gibt nur zwei Rassen, die geistige und die ungeistige. Im Traume fliege ich oft, und zwar auf zweierlei Weise. Entweder dicht über den Erdboden hin, wie man in flachem Wasser schwimmt, oder schräg gegen Bäume ansteigend. Ernst Barlach kommt 1870 im holsteinischen Wedel zur Welt. Er ist der älteste von vier Brüdern. Seine Eltern sind Georg Gottlieb Barlach, ein praktischer Arzt, und dessen Frau Luise. Häufig begleitet der kleine Ernst den Vater auf dem Kutschbock bei Hausbesuchen. Und früh fühlt er sich mit der norddeutschen Landschaft und ihren Menschen verbunden. 1888 verlässt Ernst Barlach die Realschule und beginnt in Hamburg das Kunststudium. Hatte ich eigentlich Talent? Mein erster Zeichenlehrer in Hamburg riet mir beim Blick auf mein Zeichenbrett, nur gleich meine Mühe einzustellen. Ich würde niemals was Rechtes zustande bringen. 3 Jahre später wechselt er auf die Dresdner Akademie der Schönen Künste und studiert bei dem Bildhauer Robert Dietz. Seine Arbeit ist konsequent naturalistisch. Mit der Gestaltung einer niedergebogenen Krautpflückerin beschloss ich die Studien. Das ist mein Stolz. Ein Bauernmädchen, das sich bückt, um Gras auszuraufen, zeigt einen faltenlosen Rock über einem gut geformten Hinterteil. Barlach sucht seinen eigenen, unverwechselbaren Stil, seine eigene Handschrift. Das Studium in der Kunstmetropole Paris ändert daran wenig. Dem Diktat der französischen Moden will er sich nicht beugen. Meine Pariser Jahre sind merkwürdig unfruchtbar. Zurück in Deutschland schlägt er sich mit kunsthandwerklichen Auftragsarbeiten durchs Leben. Gemeinsam mit dem Bildhauer Karl Gabers arbeitet Barlach am Giebelrelief für das Rathaus in Hamburg-Altona. Ich würde die Kunst an den Nagel hängen, nach Island gehen und Fischfang treiben. Es gibt eben Dinge, die einfacher und größer sind als alle Mühe um die Form. Ganz dem Jugendstil und dem Dekorativen verpflichtet, zeichnet er in diesen Jahren viele Akte und Illustrationen. Er arbeitet an Vasen und Gebrauchskeramiken in der Werkstatt Mutz in Altona. Aber zufrieden mit sich ist er nicht. Ich sah am Menschen das Verdammte, gleichsam Verhexte, aber auch das Urwesenhafte. Wie sollte ich das mit dem landläufigen Naturalismus darstellen? Was sucht Barlach? Wo liegen die Antworten auf die Fragen seiner Zeit? ...1906 reist er für 2 Monate ins südliche Russland. Diese Erfahrung wird seine künstlerische Position grundlegend verändern. Die soziale und politische Realität im spätzaristischen Russland interessiert den Künstler dabei wenig.
Er reist mit den Figuren Dostojewskis, Turgenjews und Gorkis im Gepäck. Sein Blick ist selektiv. Er sucht einen Gegenentwurf zur Dekadenz seiner eigenen, oberflächlichen und lauten Welt. Er sucht Stille und wahre Größe und erlebt die russische Landschaft wie eine Erleuchtung. Das ist nun die Steppe. Das Liebliche weitet sich zur milden Herrlichkeit und das Gewöhnliche ist gesättigt mit dem Glanz des Wunderbaren. Ein Lechzen atmet aus der Brust eines ganzen Gebietes, dessen Seele vom Sonnenkuss berührt wurde. Barlachs Vorstellung von der russischen Seele füllt sich nach und nach mit Leben und Bildern. Er ist beeindruckt von der emotionalen Frömmigkeit der Menschen. Ihn fasziniert, wie in Russland singen, tanzen, trinken und beten, arbeiten und faulenzen miteinander verbunden sind. Zum Sinnbild allen menschlichen Daseins aber hat Barlach die Bettler auserkoren. So sind wir Menschen, alle Bettler und problematische Existenzen im Grunde. Darum musste ich gestalten, was ich sah. Natürlich wuchs in mir unter den leidenden, simplen, sehnenden, dem Trunk und Musik verfallenen Menschen ein brüderliches Gefühl. Als moderne Ikone stellt Barlach die Bettlergestalt der hektischen neuen Welt gegenüber. Im Bettler erkennt er das einfache So-Sein. Individuelle Persönlichkeitsmerkmale entdeckt man an Barlachs russischen Bettlern kaum. Der Bettler ist die Gegenfigur zum modernen, nervösen Großstadtmenschen. Er scheint das eigentlich Menschliche zu verkörpern. Bis in die späten Jahre hinein formuliert Barlach mit seinen Bettlergestalten immer wieder neu den Widerspruch zur gegenwärtigen Welt. Arbeitet er anfangs noch ausschließlich in Gips und Ton, entstehen später auch Porzellanfiguren. Vor allem aber Holz und Bronzearbeiten. Russland bedeutet für Barlach Neubeginn und Aufstieg zum anerkannten Künstler. Alles, was ich gemacht habe, ehe ich 36 war, kann ich leichten Herzens verabschieden. Jetzt sind es die zahllosen russischen Motive, Bauern, Bettler, Popen, die er mit dem Bleistift eingesammelt hat und nun plastisch verarbeitet. Zu jeder Kunst gehören zwei. Einer, der sie macht und einer, der sie braucht. Schon 1907 überschlagen sich die ersten Kritiker. Barlach zeigt auf der Berliner Sezessionsausstellung zwei neue Figuren. Paul Kassierer, der Galerist und Verleger, entdeckt ihn. Barlach wird in das Stipendiatenhaus Villa Romana nach Florenz eingeladen. Italien hat mich nicht umgeworfen. Ich bin kaltblütig gekommen und gegangen. Das sonnenbeschienene Italien bleibt ihm fremd. Doch die Begegnung mit dem expressionistischen Dichter Theodor Däubler beeindruckt ihn tief. Für Barlach gleicht Däubler nicht nur einem antiken Philosophen. Er wird ihm auch zum Sonnenanbeter. Beschreibt doch Däubler eine fantastische Vision von der Hinwendung des Menschen zu Licht und Sonne. Eigentlich aber sind es die kleinen, alltäglichen Gesten, in denen Barlach das Wesentliche ausmacht. Drei singende Frauen. Ein träumendes Weib. Oder ein Kapitän Cornelius, der da sitzt und in aller Ruhe seinen Tee trinkt. Sie zelebrieren den stillen Moment in einer immer mehr aufgewühlten Welt. 1910 lässt sich Barlach endgültig im mecklenburgischen Güstrow nieder.
Der Großstadt Berlin kehrt er nun den Rücken. Aber der unruhige, drängende Zeitgeist erreicht ihn auch auf dem Land. Berserker entstehen. Mystisch verklärte Kämpfer. Schwertzieher. Deren Gesichter blicken in eine ferne Zukunft. Nicht aggressiv, aber voller Visionen von einer besseren Welt. Aus archaischen Zeiten stammen diese Krieger. Und sie begehen den Kampf wie ein Ritual. Was ist es, das Barlach in diese aufgewühlte Stimmung bringt? Was sehen die Menschen auf sich zukommen? Entscheiden. Darum auf zu den Waffen! 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Ernst Barlach hält den Krieg für den Aufbruch in eine bessere Zeit. Der Rächer entsteht. Wie er stürmen Hunderttausende deutscher Soldaten in blinder patriotischer Begeisterung an die Front. Doch die Euphorie ist schnell verflogen. Auch bei Ernst Barlach. Ich habe noch keinen Gott gesehen. Durch den Krieg findet Barlach zu neuer formaler und inhaltlicher Dichte. 13 Millionen Opfer geben ihm eine Vorstellung von den Grenzen des Fortschritts und der menschlichen Freiheit. In den folgenden Jahren wird er nicht müde, Schrecken und Leid des Infernos zu verarbeiten. In seinem Bild vom Menschen ist der Zauber des Alltäglichen verflogen. Man kann nach dem Verlauf der letzten 8 Jahre doppelt scharf, echt und falsch unterscheiden und wird sich der Verführung zum Belanglosen und Unwahren schneller vielleicht als früher mit abwehrendem Ekel bewusst. Es lebe das Land! Es lebe die Deutsche Republik! Während der Sozialdemokrat Scheidemann die Republik ausruft, arbeitet Ernst Barlach an Moses mit den Gesetzestafeln. Woher kommen die Gesetze, die eine neue demokratische Ordnung schaffen können? Deutschland ist mit Hunger, Epidemien, Kriegsschulden und politischem Chaos beschäftigt. Figuren wie die Hungergruppe und das frierende Mädchen sind Werke, die sehr konkret die Nachkriegszeit verkörpern. So wie auch die Kupplerin, jene Alte, die ihre Tochter als Prostituierte anbietet. Aber Deutschland will nicht an den Krieg erinnert werden. Trotz Wirtschaftskrisen und Inflation lautet das Motto der goldenen 20er: Vergessen und Vergnügen. Die Moderne ist durch eine Neuorientierung des Menschen charakterisiert. Alles verändert sich. Das Verhältnis von Arbeit und Leben, Mann und Frau, Gott und Mensch, von Welt und Kosmos. Ernst Barlachs Mutter Erde steht wie ein Monolith in dieser unübersichtlichen Zeit. Sie ist Urbild für den Kreislauf der Natur, für Werden und Vergehen.
Meine künstlerische Muttersprache ist nun mal die menschliche Figur oder das Milieu, durch das der Mensch lebt, leidet, sich freut, fühlt und denkt. Darüber komme ich nicht hinaus. Immer schon hatte Barlach eine intuitive Neigung zum Fantastischen. Das Dunkle und Abgründige reizte ihn. Das ist die Hexe Pfefferzunge und das ist die alte Gewittersche. Bewahr uns der Himmel, dass wir jemals zwischen ihre Mäuler kommen. Häufig sind es Frauengestalten, die jene Gesten des Unberechenbaren und Beängstigenden ausdrücken. Die tanzende Alte oder die ekstatische Frau. Die Hexen und alten Weiber, die uns Angst machen oder uns belustigen. Barlachs Rückzug in die Welt des Fantastischen erscheint wie eine Flucht des Künstlers aus dem Chaos der 20er Jahre. Ein Zeppelin fuhr über uns hin, gerade über unsere Köpfe mit seinem Bauch. Es war ein Keil von Licht und Schatten, der den Himmel spaltete. Der Zeppelin war für Barlach eine apokalyptische Erscheinung. Faszination und Schrecken zugleich. In seinem Güstrower Ehrenmal zum Gedenken an die zahllosen Toten des Großen Krieges wird ihm der Zeppelin zum Friedensengel. Und 1928 bekommt Barlachs zweite Großplastik, Der Geistkämpfer, ihren Platz an der Universitätskirche in Kiel. Während der Künstler am Magdeburger Ehrenmal im Dom arbeitet, meldet sich die neue deutsche Machtelite zu Wort. Ich bin bei der Magdeburger Arbeit und bin in Unterhaltung wegen eines neuen Ehrenmales für Malchin, wo allerdings vaterländische Vereine stark auf Spuren klirrende und waffenstarrende Trutzdarstellungen drängen, für die ich nicht das rechte Monarchenherz mitbringe. Seit 1928 wird die Arbeit Ernst Barlachs mehr und mehr behindert. Die Aufstellung der Gemeinschaft der Heiligen zwischen 1930 und 1932 an der Katharinenkirche in Lübeck begleiten lautstarke Proteste aus der Bevölkerung. Was ist eine Gemeinschaft der Heiligen, in deren Mittelpunkt der trostsuchende Bettler auf Krücken steht? Eingerahmt von dem spirituellen Sänger und der tugendhaften jungen Frau. Will Ernst Barlach den Begriff von Heiligtum neu interpretieren? Die neue Politik hat eine andere Vorstellung von Heiligtum. Die Realisierung der Soldatengruppe in Malchin, für die Barlach Entwürfe und ein Modell einreicht, wird sogar ganz vereitelt. In der Begründung heißt es, Barlachs Kriegerdenkmale ließen eine heroische Darstellung des deutschen Soldatentums vermissen. Sie seien eine Missachtung der Verdienste deutscher Frontkämpfer. Das Hamburger Ehrenmal kann erst 1931 nach langen Querelen im Senat der Hansestadt aufgestellt werden. Für die 40.000 Gefallenen Hamburgs scheint die Mutter, die das Kind tröstend an ihren Leib drückt, keine würdige Erinnerung zu sein. Gefragt sind euphorische Helden, die eine neue, bessere Zukunft einläuten.
In Güstrow wird das neue Atelierhaus fertig. Endlich erfüllt Ernst Barlach sich den Traum vom großzügigen Arbeitsraum. Deutschland präsentiert Barlach auf Auslandsausstellungen. In New York im Museum of Modern Art beeindruckt besonders der singende Mann. Er gehört zu Barlachs beliebtesten Bildwerken. Musik entsteht in der Mitte des Lebens, ebenso wie wirkliche Freude. Der lesende Klosterschüler ist der Inbegriff der meditativen und in sich konzentrierten Figur. Das Wiedersehen, das wenige Jahre später auch in der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt wird, ist vielleicht eine der schönsten und wärmsten Begegnungen im Werk Barlachs. Christus trifft den ungläubigen Thomas, den er versöhnend in seine Arme schließt. Die frisch geordnete Weltepoche bekommt mir nicht. Mein Kahn sinkt und sinkt immer rapider. Die Zeit ist abzusehen, wo ich ersaufe. Dieselbe Zeit ist mir nicht grün. Ich passe ja nicht in den Kahn. Ich bin nicht national aufgeputzt, unvölkisch frisiert. Lärm erschreckt mich. Statt zu jauchzen, wie wütender das Heil dröhnt, ziehe ich den Hut in die Stirn. Ich habe nur Furcht vor dem einen. Mürbe und kleinmütig zu werden, angepasst zu scheinen. Um Ernst Barlach wird es sehr still. Nachdem er zunächst gegen die neue Kulturpolitik protestiert hat, resigniert er nun. Seine Bildwerke nehmen mehr und mehr strenge gotische Formen an und scheinen eine gewisse Immunität gegen die Außenwelt aufbauen zu wollen. Der Fries der Lauschenden, den er 1935 an den Sammler Hermann F. Remzma übergibt, vereinigt die Zeugen einer verlorenen, aber hoffnungsvollen Welt. Barlach erhält Berufsverbot. Noch aber lebt in ihm die Musik als hoffnunggebende Kraft. Auch wenn es den Anschein hat, dass selbst der Flötenbläser mehr lauscht als spielt. Man riet mir neulich von gehobener Stelle, mir eine Elefantenhaut zuzulegen. Soll ich etwa mit Elefantenhaut an den Fingern modellieren oder zeichnen? Was soll man von diesen Menschen, die einen Anstreicher anbeten und ihn zu ihrem Führer machen, noch erwarten? Wie sollen Sie ein Verständnis dafür finden, was meine Freunde und ich mit unserer Kunst ausdrücken wollen, wenn man alles mit brutaler Gewalt zerstört? Trauer und Resignation machen sich breit. Barlach erhält so gut wie keine Aufträge mehr. Deutschland! Im Frühjahr 1937 beginnt die Beschlagnahmung von Werken deutscher Verfallskunst zur Vorbereitung der Sonderschau Entartete Kunst. Das Magdeburger Mal verstaut. Der Band der Zeichnungen verbrannt. Der Geistkämpfer abgebaut. Einer meiner Besten, der Bettler, entfernt. Das Relief zerstört. Mehr als 380 Werke des Künstlers werden aus öffentlichen Sammlungen verbannt. Der Engel wird eingeschmolzen. Zum Arbeiten werde ich auf absehbare Zeit nicht kommen. Ins Ausland gehe ich nicht. Im Vaterland muss ich mich wie ein Emigrant fühlen. Und zwar schlechter als ein wirklicher, weil alle Wölfe gegen mich und hinter mir heulen. Also regen wir uns nicht mehr darüber auf. Ich bin müde. Ernst Barlach stirbt im Oktober 1938. Er wird in Ratzeburg beigesetzt.
Zeitgleich mit Barlachs Tod beginnt der Ausverkauf deutscher Kunst. Meisterwerke sogenannter entarteter Künstler treten auf Auktionen wie in Luzern ihre Reise um die Welt an. Aus öffentlichen und privaten Sammlungen geraubt, werden sie von den Nazis ins Ausland verkauft und kehren nur selten nach Deutschland zurück. Unsere Partei und unser Führer, Heil! ...1945 liegt Deutschland in Schutt und Asche. Entnazifizierung und Wiederaufbau bestimmen die Jahre nach dem Krieg. Wie aber kehren die Künstler und ihre Werke in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zurück? Der schwebende Engel gehört ohne Zweifel zu den bekanntesten Kunstwerken Barlachs, weil es als ein Kriegsdenkmal einmalig ist in seiner Form. Kriegerdenkmäler sehen anders aus. Barlach hat seinen schwebenden Engel, ein Mahnmal für die Gefallenen, 1927 in Auftrag gegeben in der berühmten Gießerei Noack in Berlin. Dieser Engel wurde 1937 aus dem Güstrower Dom entfernt. Wenn sein Engel entfernt würde aus dem Güstrower Dom, hatte Barlach immer gesagt, dann verlasse ich Güstrow. Dieser Engel ist von den Nazis eingeschmolzen worden. Sein Mitarbeiter, Barlachs Mitarbeiter, Bernhard A. Böhmer, der auch seltsame Geschäfte mit den Nazis machte, hat aber dafür gesorgt, dass nach dem Original-Gipsmodell von Barlach ein zweiter Guss angefertigt wurde. Dieser zweite Guss hängt hier in der Kölner Antoniterkirche. Das war möglich, weil ein Freund Barlachs, der Maler, Dichter, Musiker Hugo Körzinger, von Böhmer diesen Guss gekauft hat und vor seinem Atelier in der Lüneburger Heide in Schneega, das war, da er Bildhauer war, nicht so auffällig, hat durchbringen können, obwohl auch er von der Gestapo besucht wurde. Und dieser Guss hängt hier in der Kölner Antoniterkirche. Der Engel, der jetzt in der Güstrower Domkirche hängt, ist gemacht worden nach einem Gipsmodell, das wiederum von diesem Antoniterkirchenengel abgenommen worden war, 1952, denn das Originalmodell war verloren gegangen. Letzte Station für Schmidt in der DDR war auf seinen eigenen Wunsch die mecklenburgische Stadt Güstrow, wo der vom Kanzler besonders geschätzte Bildhauer Ernst Barlach wirkte. Besuch im Dom von Güstrow. Ein ernster Helmut Schmidt, der seine Bewegung nicht zeigt, als er Ernst Barlachs schwebenden Engel sieht. Das wohl bekannteste Werk des Künstlers. Ja, die Sache in Güstrow war so, dass ich Herrn Honecker vorgeschlagen habe, dass wir nach dem quasi offiziellen, in Wirklichkeit nicht öffentlichen Gesprächstreffen auf seinem Yachtschlösschen nach Güstrow fahren sollten, weil ich den Schwebenden von Ernst Barlach gerne an dem Ort sehen wollte, für den er ihn gemacht hatte, nämlich im Güstrower Dom. Ich kannte den Schwebenden schon aus Köln, da gibt es einen zweiten Guss oder einen dritten Guss. Aber was mich in der Kirche besonders beeindruckt hat, das war die Begrüßungsansprache des damaligen Landesbischofs Rathke, der den Marxisten Honecker und den Christen Schmidt in seiner Kirche willkommen geheißen hat. Barlach und die Güstrow, das ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist ja überliefert, dass das Verhältnis zwischen Barlach und den Güstrow, möchte ich mal sagen, in der letzten Phase seines Lebens sehr angespannt war, wenn nicht sogar feindselig. Heute ist es aber so, dass die Güstrower ihren Barlach lieben und kennen und sehr kritisch beäugen, was so in der Barlach-Stiftung passiert.
Ernst Barlachs Lebensgefährtin Marga Böhmer sorgt bereits in den 50er Jahren für die Aufstellung seiner Skulpturen in der Güstrower Gertrudenkapelle. Dort und in seinem Atelierhaus zeigt die Ernst-Barlach-Stiftung den Künstler Nachlass. Keinem anderen Künstler widmen sich gleich vier verschiedene Museen. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben sie sich der Werk- und Wirkungsgeschichte des Bildhauers, Zeichners und Dramatikers verpflichtet. Die Museen der Ernst-Barlach-Gesellschaft im ehemaligen Wohnhaus der Familie in Ratzeburg und im Geburtshaus des Künstlers in Wedel zeigen Barlach-Ausstellungen neben Vertretern der klassischen Moderne und der Gegenwart. Seit 1962 befindet sich die umfangreiche Privatsammlung des Industriellen Hermann F. Remzma im Ernst-Barlach-Haus in Hamburg. Die Ästhetik von Barlach und das Verhältnis zwischen Raum und Figur, das, was ihm im Übrigen als Künstler ja auch immer sehr am Herzen liegt, ist natürlich auch für uns als Museumsleute sehr wichtig, dass man diesen Figuren den entsprechenden Rahmen, den entsprechenden ästhetischen Raum gibt. Also wir haben dank unserer schönen Sammlung der Holzskulpturen natürlich vor allen Dingen den Ansatz, ihn als bildenden Künstler, als Bildhauer darzustellen. Uns geht es weniger um weltanschauliche Aspekte, sondern vor allen Dingen zu zeigen, die große Könnerschaft als Holzbildhauer. Barlach leidet etwas darunter, dass er immer wieder weltanschaulich ausgedeutet worden ist. Und das fing schon zu seinen Lebzeiten an, ist natürlich durch die Nazi-Zeit gekommen. Aber das geht dann auch nach dem Krieg weiter. Wenn Sie etwa sehen, auch die verschiedene Rezeption in Ost und West. Einerseits erst in Ostdeutschland als nicht adäquater Künstler abgelehnt, dann durch ein flammendes Plädoyer von Bert Brecht aufgewertet und plötzlich zum Staatskünstler stilisiert und in Westdeutschland zunächst sehr geschätzt, als entarteter Künstler wiederentdeckt, dann allerdings auch natürlich in verschiedenen Formalismusdebatten als zu gegenständlich abgelehnt. Und dann wurde er in Besitz genommen von den Kirchen, beiden Konfessionen, die aus ihm einen frommen, man kann schon sagen frömmelnden Künstler gemacht hat, was er definitiv nicht war. Was aber war Ernst Barlach? Der Künstler hatte den Geist seiner Zeit als kalt und berechnend empfunden. Dem Materialismus und dem blinden Fortschrittsglauben begegnete er mit kontemplativen, in sich ruhenden Figuren. Das Besondere an Ernst Barlach ist, dass er ein Gegenbild zu seiner Zeit aufbaut. Er kommt aus Russland zurück. Im Gepäck hat er eine Fülle von erdenschweren Weibern. Barlachs Frauen sind in der Regel alte, weise Frauen. Sie sind ganz und gar verhüllt, sie haben nichts Schönes. Uralte, archaische Mutterfiguren, Bäuerinnen, Bettlerinnen, das Steppenweib beispielsweise, sitzende oder auch mächtig auf der Erde stehende Frauentypen, die so weit entfernt sind von dem realen, zeitgemäßen Bild der Frau, dass sie eigentlich einen Widerspruch dazu darstellen. Geschmackvoll in dieser Zeit ist es nicht gerade besonders. Geschmackvoll sind die schönen, nervösen, fragilen, hübschen Tänzerinnen, die intellektuellen Frauen zum Beispiel, die Frauen, die man kennt von der neuen Sachlichkeit, ja, Frauen, die nicht nur schön sind, sondern auch plötzlich zu den Universitäten streben, die Bildung
darstellen, die Gleichberechtigung zum Ausdruck bringen. Das mit den ganzen Fragen seiner Zeit nimmt Barlach es gar nicht auf. Er widerspricht, indem er ein uraltes Bild vom Menschen, vom Seelenmenschen in die Welt stellt. Männer sind ganz anders. Männer sind Synonyme für das geistige Werden des Menschen. Denkt man an den Sinnenden, an die Buchleser, an den Zweifler, an den Geistkämpfer, an die Berserkerfiguren. Die Männer kämpfen sozusagen im geistigen, im spirituellen Bereich für eine bessere Welt. Wenn Sie heute Menschen fragen, was fällt Ihnen zuerst zu Ernst Barlach ein, dann werden Sie häufig ein Berührtsein entdecken. Sie können eine Barlach-Plastik an den Amazonas bringen oder ins hintere Asien. Überall da, wo wir Barlach gezeigt haben, überall da, wo wir Menschen mit der Kunst Ernst Barlachs konfrontiert haben, in den unterschiedlichsten Kulturkreisen, haben wir festgestellt, die Menschen sind direkt und unmittelbar von seiner Ausdruckskunst berührt worden. Wenn der Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller Ernst Barlach schreibt, es gibt wohl nichts Göttlicheres als Buddha-Statuen in japanischen Tempeln, so bringt er damit seine tiefe Verbundenheit mit dem Kulturkreis des Fernen Ostens zum Ausdruck. Besonders der Expressionismus, die Künstler der Brücke, aber auch einzelne herausragende Künstlerpersönlichkeiten wie Käthe Kollwitz und Ernst Barlach sprechen immer wieder die Menschen in Japan an, wobei Ernst Barlach als der bedeutendste expressionistische Bildhauer gilt. In Istanbul eröffnen im März 2006 die beiden Parlamentspräsidenten Bülent Arınç und Wolfgang Thierse die Ausstellung Ernst Barlach, Bildhauer der Moderne. Sie ist mit 58 plastischen und 130 grafischen Arbeiten die erste umfassende Werkschau eines berühmten europäischen Bildhauers in der Türkei. Ernst Barlach war einer der bedeutendsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts. Das Werk Barlachs thematisiert die Modernisierung und rasante Veränderung der Welt. Auch heute. Das ist das Wesentliche, dass er fast zeitlos allgemein Menschliches in einer Sprache zum Ausdruck bringt, die unverstellt, die entintellektualisiert genau das ausdrückt, was den Menschen ausmacht. Da, wo Seele ist, ist bei Barlach auch ein Stück weit Religion. Da ist bei Barlach auch ein Stück weit die Seele im Stein zu entdecken. Die Seele im Baum zu entdecken oder auch die Seele im Menschen zu entdecken, ist für Barlach das Gleiche. Er hat jede Nacht geschrieben. Und das Wortmaterial ist ein anderes als Holz oder Bronze. Das Seltsame ist, dass er bis heute als Schriftsteller immer noch im Schatten des Bildhauers und Grafikers Barlach steht. Das ist ganz ungerecht, weil vergleicht man das Frühwerk des Bildhauers Barlach mit dem Frühwerk des Schriftstellers Barlach, kann man feststellen, dass Barlach Sprachstil viel früher ausgeprägt war als seine Bildsprache. Er hat nie in einfachen Aussagesätzen seine Umgebung schildern wollen oder können, weil es zu kompliziert ist. Wir wissen auch, dass sich, auch wenn sich die Gesellschaftsordnung ändert, sich die Natur des Menschen nicht ändert. Und dieser Natur des Menschen, der ist da bis auf den Grund nachgegangen und das mit einer Entschiedenheit und Radikalität, die man fast nicht für möglich hält, die man auch nicht bei ihm sucht. Weil man ja seine Engel in den Kirchen hängen sieht. Gefällt es Ihnen was? Was
Seine Leistung ist, dass er raum- und zeitlos ist, dass er es geschafft hat, ewige Probleme anzugehen. Probleme, Schmerzpunkte und Themen zu berühren, die zu seiner Zeit wichtig waren, die vor seiner Zeit wichtig waren und die für uns unbedingt heute noch hohe Aktualität haben und wahrscheinlich auch unlösbar sind. Zu reden und nachzudenken über die Abgründe des Menschen. Ja, auch Fragen in der Definition von Gut und Böse. Aber deswegen kann ich nicht sagen, er ist jetzt ein, jetzt beschreibt nur unsere Zeit, sondern unsere ewigen Probleme. Die lügen doch alle! Und deswegen ist er natürlich hochaktuell. Ein Weg braucht kein Wohin, es genügt ein Woher. Barlach hinterlässt 616 plastische Werke, ca. 300 Drucke, 2800 Zeichnungen, 110 Skizzen und Notizbücher, 120 literarische Handschriften, 8 Dramen, 1800 dokumentarische Briefe, 2 Romanfragmente und diverse Kurzprosa. Ich halte Barlach für einen der größten Bildhauer, die wir Deutschen gehabt haben. Dass der Engel des Güstrower Ehrenmals mich überwältigt, ist nicht verwunderlich. Er hat das Gesicht der unvergesslichen Käthe Kollwitz. Solche Engel gefallen mir. Und obwohl man weder einen Engel noch einen Mann je hat fliegen sehen, so ist doch das Fliegen glorios dargestellt.